zu sagen und zu machen, was sie gemacht hat, in einer spezifischen Situation, die Fehler, die gemacht worden sind, von dieser Regierung, und die Emotionalität, das sollte jeder so machen, wie er das für richtig hält. Und nun hat man sie über Jahrzehnte kritisiert als unemotional, macht immer das Gegenteil, als zu emotional kritisiert, jedenfalls von den Brüdern und Schwestern aus Bayern. Das ist auch nicht in Ordnung, finde ich. Insofern, ich habe mir ja auch nicht vorstellen können früher, dass ich sie jemals mal in Schutz nehme gegenüber den Bayern. Und dass es bislang an der Weigerung des einen Teils der Regierung scheitert, ist ein vernünftiges Einwanderungsgesetz zu schaffen, das ist der eigentliche Kern des Problems. Was ist also zu tun auch wirklich und nicht nur zu sagen? Erstens, es war skandalös, dass man hat zugelassen, dass der UNHCR, also der Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen, sagen musste, ich kann die Leute, die Flüchtlinge in den Lagern im Libanon, in Jordanien, in der Türkei nicht mehr vernünftig mit Essen versorgen, weil mir das Geld ausgegangen ist. Die Milliarde, die man gegeben hat von der Europäischen Union, ist erstens zu wenig und zweitens zu spät. Das war ein großer Fehler, der gemacht worden ist. Denn nicht zuletzt deswegen haben sich natürlich Verzweifelte in Bewegung gesetzt. Zweitens, man muss unterscheiden zwischen dem, was sich an Binnenflüchtlingsbewegung in Europa vollzieht und was von außen, Stichwort Syrien zum Beispiel, aber nicht nur Syrien kommt. Das kann man nur in den Griff kriegen, wenn man über ein Einwanderungsgesetz dafür sorgt, dass diejenigen, die überhaupt nicht politisch verfolgt sind, und das ist niemand oder fast niemand in den Ländern im westlichen Balkan, nicht in das Asylverfahren gepresst werden und das Verfahren dann sozusagen zu wird, weil die Leute es nicht schaffen, ein Asylverfahren gegenüber einem solchen Anstand durchzuführen. Wenn man an den Kosovo denkt, an einige andere Länder im westlichen Balkan, hätte man durch ein Einwanderungsgesetz regeln können, wie viele nehmen wir jährlich auf und wie viele nicht. Denn wir brauchen etwa im Gesundheitsbereich, in der Gastronomie, auch bei euch, vernünftige Leute, die auch arbeiten und zum Wohlstand in Deutschland beitragen. Wenn man solche Kontingente schafft, können die Leute auch gleich arbeiten und müssen nicht in den Erstaufnahmelagern länger als nötig herumhängen und werden alimentiert und müssen alimentiert werden vom Staat, anstatt arbeiten zu können. Das Gleiche, was Kontingente angeht, kann und muss man mit den Kriegsflüchtlingen machen. Das führt nämlich dann dazu, dass in den Lagern, wo die jetzt sind, der UNHCR die Leute aussucht. Häufig haben die Verwandte in Deutschland, dann kommen die, die bereits eine Möglichkeit haben, hier also auch Kontakte aufzubauen. Vor allen Dingen müssen sie dann nicht diese Balkanroute und das Mittelmeer Lebensgefahr nehmen und den Schleppern ihr letztes Hab und Gut überantworten, sondern sie kommen dann ja über Kontingente gesichert in das Land und können das Geld, was sie noch haben, zum Aufbau einer vernünftigen Existenz nutzen. Da sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, aber auf der anderen Seite, in der jetzigen Situation, halte ich es nicht für angemessen, mit dem Finger zu zeigen. Nur, eins geht dann aber auch nicht. Eine Regierung muss dann auch sagen, mit welchen Mitteln, in welcher Zeit sie etwa die Länder unterstützen will, die Kommunen auch, um die Kapazitäten aufzustellen, die dazu führen, dass die Flüchtlinge im Winter nicht erfrieren müssen, vor allem die Kinder nicht. Und längerfristig wird es natürlich darum gehen, dass wir erstens sagen können, ja, diese Zuwanderung, die wir jetzt erleben über die Flüchtlinge, ist nicht nur belastend, sondern angesichts des Altersaufbaus unserer Gesellschaft kann das auch eine sehr positive Entwicklung werden. Kann, meint hier, wenn wir es schaffen, über unsere Bildung, in unser Bildungssystem so viel zu investieren, dass Integration über Bildung auch möglich wird. Denn die läuft vor allen Dingen über Bildung. Jemand ist nicht zu integrieren, der unsere Sprache nicht spricht. Jemand ist nicht zu integrieren, der nicht qualifiziert wird, um auf dem Arbeitsmarkt wirklich anpassende Arbeitskraft anbieten zu können. Das wird die Aufgabe der Zukunft werden und die muss, wie ich finde, fehlerfreier gelöst werden als das, was in der Vergangenheit über ein mangelndes Einwanderungsgesetz leider nicht unternommen worden ist. Ich kann also behaupten, dass das ohne Konflikte abgeht hier.
wir, sondern dass wir die Herausforderungen in den nächsten 10 Jahren, ich glaube auch, dass man das schaffen kann, aber wir werden sozusagen, wenn ich das mal etwas ironisch sagen darf, die schwarze Null und ist weit weniger wichtig als das Gelingen der Integration.